Das Internet ist ein riesiges Shoppingcenter. Aber nicht immer erfüllt die Lieferung auch die Erwartungen. Passt nicht, schmeckt nicht, funktioniert nicht. Das ist ziemlich blöd. Alternativen zum World Wide Web bietet das sogenannte Real Life, das echte Leben. Vor der eigenen Haustür gibt es nämlich sogenannte Geschäfte, wo man Waren an einer sogenannten Ladentheke live erleben kann. Der Händler kann gezielt beraten, was man überhaupt braucht, welche Produkte in Frage kommen oder wie man sie richtig bedient. Das ist ziemlich geil. Der WVW Ora Verlag ist im Real Life und online zu Hause. Deshalb unterstützen die Verantwortlichen den lokalen Handel mit einer crossmedialen Kampagne. Motto: Kauf lokal. Interviews mit Einzelhandelsverbänden wurden abgelöst von Händlern, die ihre Servicequalitäten noch einmal dokumentieren konnten. Es wurden Umfragen gestartet, auch bei Lesern, wie sie den lokalen und stationären Einzelhandel sehen. Es war ein buntes Potpourri, die Stärken des Handels wirklich auch dokumentiert haben. Wir werden auch, und das ist kein Widerspruch, eine entsprechende Online-Verlängerung anbieten. Das heißt, wir möchten unseren Händlern die Möglichkeit geben, Waren, Dienstleistungen, Angebote bei uns im Netz in einem entsprechenden Online-Auftritt, kaufindeinerstadt.de heißt der, zu reservieren, und dieser kann dann im Geschäft, im stationären Handel abgeholt werden. Auf diese Weise haben alle etwas davon. Die Verlage funktionieren als lokale Informationsquelle und zentraler Marktplatz vor Ort. Der Händler sichert seine Existenz durch Expertise und der Kunde ist auch zufrieden. Ja, ich war damit im Laden. Ja, genau. Warte, ich gebe dir mal die Adresse. Das ist www.